klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Unser himmlischer Vater hat mit uns einen Plan. Und dieser Plan ist so überdimensioniert, über meinen Perspektiven, über meinem Horizont, dass ich darüber nur staunen kann. Was für eine Absicht hat er? Er möchte mich in sich selbst verändern, umgestalten, dass ich so werde wie Gott. Das ist mit Worten nicht auszudrücken. Und dann liegt aber in diesem Veränderungsprozess liegt eine Problematik, weshalb Gott uns Menschen ein Werkzeug anvertraut, und das ist das Kreuz. Das Kreuz, an dem ich mein selbstisches Wesen, mein egoistischer Kern zu sterben hat. Meine Menschlichkeit, die sträubt sich dagegen, die will doch nicht sterben. Ja, Leben in Fülle und Leben genießen, da bin ich voll dabei. Ja, mein Gott, gib mir doch nur Leben, aber lass das Sterben weit weg von mir sein. So wird das nichts, so geht es nicht. Du musst durch das Vergehen des alten Wesens kommst du zu dem Neuen und kommst du zu dem Göttlichen. Aber wenn du dein eigenes Leben liebst in dieser Welt, dann wirst du es verlieren. Du wirst dich selber finden und du wirst die Verdammnis erben. Weil dein Selbst ist dein Problem, wenn du es nicht aus Liebe deinem Gott anvertraust. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Okay, das kann man verstehen. Da muss ein himmlisches Heiligtum sein, wo Gott auf dem Thron regiert. Halleluja. Und ich wohne noch an einem anderen Platz. Bei dem, welcher eines zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, auf das ich belebe den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Das ist das richtige Evangelium. Das ist die ganze Wahrheit. Da muss ein Tod kommen, da muss etwas Altes vergehen, es muss zunichte werden. Und das als Prozess und nicht als einmaligen Event. Folglich kann Gott mir nicht nahe sein, solange ich stabil, stark, voll von meiner eigenen großen Einbildung über mich selbst, was ich alles bin, kann, habe, dann hindert es Gottes Nähe. Ich hindere ihn durch meinen eigenstarken Geist. Und das Allerübelste, wenn ich dann mir noch einbilde, ich bin so ein kleiner Halbgott. Ich habe irgendwelche Geistlichkeiten gepachtet für mich und da kann ich jetzt andere beeindrucken und ich meine, wer weiß was von mir selber und habe keine Ahnung von der Demut des Wahrhaftigen, des echten Christus, der ebenfalls in sich selbst gebrochen wurde. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Herr, warum geht es nicht ohne? Warum kann ich dir nicht wohlgefällig sein, in mir selber bleibend, stabil? Warum lässt du mir nicht meine starke Persönlichkeit? Weil genau das, dieses eigenstarke Wesen ist doch der Hemmschuh. Da kannst du sagen, solange du in deinem eigenen Geist, in deinem eigenen Vermögen, in deiner eigenen Kraft dich fortbewegst, kann Gott durch seinen Geist nichts an und in dir bewirken. Das ist ABC. Das habe ich selber bei mir erlebt, das ist so. Aber dann in dem Moment, wo was kommt, der Gerechte muss viel leiden. Warum leiden?
Warum nicht ohne Kreuz? Warum nicht ein anderes Evangelium? Nur Ermutigung, nur Streicheleinheiten. Oh, ich bin der gute, liebe Mensch und ach, lass mich doch nur gefördert werden in mir selber. Aber der Herr rettet ihn aus dem allen. Und wenn ich durch diese Erfahrung durchgehe, dass ich leide und dann der Herr meine Rettung ist, weißt du, was ich dann begreife? Dann verstehe ich, ich habe es mit einem Gott zu tun, von dem ich abhängig bin, in dessen Kindschaft ich meinen einzigen Platz habe. Das erste Mal, wo Jesus vor einem Publikum auftritt, da lese ich, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu predigen das angenehme Ja des Herrn. Wen spricht Gott an? Gott spricht an die Armen, die Gefangenen, die Zerbrochenen, die Blinden, die im Kerker sitzen und warten. Auf was warten sie? Das war in Israel ein fester Begriff. Sie warten auf das Jubeljahr. Nach 49 Jahren Sklaverei musste ein jeder Israelit seinen versklavten Mitbruder oder wer auch immer es war, er musste ihn im 50. Jahr frei machen, freistellen. Du bist frei, du wirst nicht mehr weiter versklavt. Das war ein Triumph, da wurden die Trompeten geblasen. Jetzt ist die Zeit der Befreiung. Und jetzt kommt der Christus in mir zur vollen Geltung. Und das war Jesu Kernbotschaft, Einleitungsbotschaft. Das bringe ich euch, damit komme ich zu euch, aber nur, wenn ihr arm, blind, nackt und bedürftig in euch selbst zu mir kommt. Ich komme nicht zu euch, ihr religiösen Hochstapler, ihr vermessenen, falsch religiösen, zu euch komme ich nicht. Euch habe ich kein Jubeljahr, euch habe ich Konfrontation mit meiner Wahrheit. Ihr werdet meine Erzfeinde, aber die Kinder und die, die mich nötig haben, für die habe ich einen innewohnenden Schatz. Einen Schatz, der beständige, kräftige Wirkungsweisen für diese geplagten Menschen. Und davon gibt es Zeugnisse in der Bibel. Und hierzu mal eine Sprecherin. Ich habe oftmals tiefe Sorgen und Nöte. Das sind Dinge, die nicht nur so Eintagsfliegen sind, sondern das sind Dinge, die schon länger gehen, sehr lange, Jahre, viele Jahre. Und wenn ich dann darüber so niedergedrückt bin, wenn ich unglücklich bin, wenn ich mutlos am Boden liege, und ich gehe in die Stille und ich suche den Herrn. Ich suche das Angesicht des Herrn. Ich erniedrige mich vor ihm. Ich komme zu seinen Füßen und ich sage, Herr Jesus, ich umfasse jetzt so deine Füße. Lege du bitte deine Hand auf meine Schulter. Sei du mir jetzt nahe. Sei du mit mir und danke, dass du hier bist und dass du mir zuhörst. Und dann bitte ich ihn oft auch, lass mich spüren, dass du mich berührst. Lass mich spüren, dass du da bist. Und dann merke ich, der Herr steht neben mir und der Herr ist bei mir und er legt seinen Arm so um meine Schulter und ich kann meinen Kopf so an seine Brust lehnen und ich höre sein Herz klopfen. Ich höre das Herz des Vaters und es gibt mir Trost. Er gibt mir so viel Trost und so viel Mut und so viel Zuversicht. Das kann ein Mensch einem nicht geben. Und dann ist mir der Herr so nah. Und wenn ich dann von dem Platz weggehe, wo ich dem Herrn begegnet bin, dann bin ich ein anderer Mensch. Dann sehe ich die Dinge mit anderen Augen. Dann sehe ich die Umstände mit anderen Augen. Und es fällt mir alles nicht mehr so schwer. Ich danke dem Herrn.
dass wir diese Möglichkeit haben, ihn so zu suchen und ihm nahe zu sein und dass der Geist, der von ihm in mir ist, sich verbindet mit seinem Geist und dadurch etwas in mich hineinfließt, was mir Kraft und Mut und Überwindung gibt. Wie tiefgreifend muss Gott hier und da mit unserem Erdenleben verfahren, dass man meinen möchte, oh Herr, ist das denn nötig? Könntest du nicht irgendwie leichter dieses Ziel erreichen, was du dir vorgenommen hast? So irgendwie ein Handumdrehen und der Mensch ist einfach verwandelt, er ist ganz wie Jesus. Nein, es geht durch einen Schmelzofen des Elends. Aber es lohnt sich, dort kannst du, so du ihn denn verstehen lernst, so du ihn lieb hast, da kannst du gerade in diesem heißen, glutheißen Elend, kannst du und wirst du umgestaltet. Und zwar nach Gottes Art und Weise. Er tut dort in diesen Umständen kein halbes Werk. Dort vollbringt er die tiefen Veränderung, die so notwendig ist. Und auf der anderen Seite kommt heraus ein Mensch nach dem Bilde seines Gottes.